Hallo liebe Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Das Jahr neigt sich dem Ende und zum Ende eines Jahres hat man immer gute Vorsätze fürs nächste Jahr. Unter anderem kein Alkohol mehr, keine Süßigkeiten mehr und auch vielleicht abnehmen, mehr Sport treiben. Der beste Vorsatz ist eigentlich, gute Vorsätze sofort durchzusetzen. Wie auch immer und wann auch immer ihr dieses Video seht, in diesem Video packen wir dieses Gerät hier aus. Die Fitbit Versa 3. Oh, was alles in dieser Verpackung ist und was die alles kann, das zeige ich euch in diesem Video. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. So, ich zoome mal kurz ein bisschen rein, dann seht ihr das auch besser. Bam. So, die Fitbit Versa 3 ist der Nachfolger der Fitbit Versa 2. Von der Namensgebung her macht das Sinn. Den größten und den Hauptvorteil, den die Versa 3 gegenüber der Versa 2 hat, ist, dass hier eingebautes GPS dabei ist. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal rund um die Verpackung und gucken, was uns diese Verpackung sonst noch über den Inhalt dieser Verpackung verrät und über die Funktionen des Geräts an sich. Einmal ein bisschen glänzend gehalten das Fitbit-Armband und an der linken Seite, oh, es könnte ein bisschen zu hell sein. Ich hoffe, es geht. Moment. Ah, ich glaube, das geht. Ich habe hier die Versa 3 in Schwarz mit Endlos-Armband, ebenfalls in Schwarz. Es gibt noch ein paar andere Farben. Ich habe euch die alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr dann gerne mal nachschauen. Was haben wir sonst noch drin? Nickel. Nickel? Ein kompatibles iPhone- oder Android-Gerät ist erforderlich. Macht Sinn, logischerweise, weil die Fitbit Versa 3 funktioniert nur in Verbindung mit einem Smartphone. Sollte eigentlich jedem bewusst sein. Und sie ergänzt natürlich auch das Smartphone, weil es ist eine Smartwatch und nicht nur ein reiner Fitness-Tracker. Mal ganz so am Rande. Auf der linken Seite, wir haben hier einen GPS-Sensor verbaut. Wir können die Herzfrequenz messen, wir können Musik drüber hören, wir können sogar WhatsApp-Nachrichten darüber beantworten und wir haben eine Batterie mit 6 Tagen Akkulaufzeit, glaube ich. Ja, steht sogar hier. 6 Tage Akkulaufzeit, die bezieht sich natürlich auf die Akkulaufzeit ohne GPS. Mit GPS sind es, glaube ich, nur 12 Stunden. Das müsste ich mal ausprobieren. Von unten ein bisschen Ching Chang Chong, Barcode und so weiter und so fort. Alles uninteressant. Von oben auch nicht sonderlich spannend. Und von hinten ist es ein bisschen spannender. Im Prinzip steht hier einfach nochmal das Gleiche wie auf der Seite auch. Wir haben hier integriertes GPS, kontinuierliche Herzmessung, Erfassung von Aktivzonenminuten, Music Player. Wir können uns Anrufer und Nachrichten auf dem Display anzeigen und die WhatsApp-Nachrichten sogar beantworten lassen. Und wir haben hier drin eine Schnellladefunktion. Ihr könnt nämlich die Fitbit Versa 3 innerhalb von 12 Minuten so weit vollpumpen, dass ihr wieder den ganzen Tag über die Runden kommt. Gut, das war's rund um die Verpackung. Ich würde sagen, schauen wir mal rein, was drin ist. Okay, ein Messer brauche ich nicht, denn hier unten gibt es so einen Schnippel und den ziehe ich einfach mal auf. Oh, das ging schwerer als gedacht. So, und dann können wir, glaube ich, alles schon hier rausrutschen lassen. Stimmt. Das mal an die Seite und wir klappen es mal auf wie ein schönes Buch. Oh. Ja, das ist ja mal ein Unboxing Experience. Gut, ich lege das mal hier hin und zoome wieder rein. Okidoki, wenn der Autofokus ein bisschen zu hart pusht, letztes Mal hat er gar nicht gepusht. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig hingekriegt. Zum Gerät in der Mitte kommen wir gleich. Schauen wir erstmal, was links und rechts ist. Hier haben wir nämlich einmal das Ladegerät, glaube ich. Oh. Es klebt feste. Warum klebt das feste? Was ist das für ein Scheiß? Ja, wir können das hier so rausziehen. Dann haben wir hier dahinter einen Quick Start Guide, den kein Mensch liest. Download the App, 100% aufladen, Finquiz App und irgendwelche Probleme, keine Ahnung, weg damit. Lese ich mir nicht durch. Gut, schauen wir uns das Ladekabel mal kurz aus der Nähe. Ich ziehe das jetzt mal einfach so. Oh. Okay. Dieses Ladekabel hat eine Länge von, ich tippe mal, 40 cm oder so. Wir haben hier einen stinknormalen USB-Adapter und an dem anderen Ende haben wir einen Ladeanschluss mit simplen Konnektoren. Diese Konnektoren funktionieren magnetisch. Das heißt, ihr braucht die Versa 3 nicht aus dem Armband rausnehmen, um es aufzuladen. Ihr klatscht einfach dieses Ding hier hinten dran und ihr könnt laden. Wie geil ist das denn? Schauen wir nochmal auf der rechten Seite. Gucken, ob ich das jetzt auch so cool da rauskriege. Hier haben wir ein Armband. Produktinformation. Okay, brauche ich auch nicht. Weg damit. Und in der Mitte kommen wir dann zum Hauptstück der Versa 3. Die können wir einfach rausziehen. Wunderschön. So, diese Verpackung packe ich mal an. Die Verpackung packe ich mal an die Seite. Na komm. So, da haben wir das gute Stück. Schauen wir uns dieses Teil hier mal im Detail an. Vorne haben wir das Display, welches wir jetzt noch nicht sehen, weil es noch nicht eingeschaltet ist. Und
Ein Endlosarmband, welches hier hinten durchgeführt wird. Und mit einem simplen Clip-Mechanismus hier eingeklippt wird. Das Band stinkt null, also es riecht absolut gar nicht, als ich es jetzt aus der Verpackung geholt habe. Ich habe hier jetzt das kurze Armband dran. Meistens reicht das für mich nicht. Ich habe ein bisschen fettere Handgelenke, habe ich schon letztes Mal gemerkt beim Fitbit. Gucken wir mal eben. Ja, ihr seht schon, es würde gehen im letzten Loch. Und dann ist es schon eng. Ja, komm hier hinten durch. Und so eng möchte ich ehrlich gesagt kein Fitnessarmband tragen, weil man schwitzt ja im Sommer doch. Guck mal hier, das drückt schon hier an den Seiten. Ich nehme mal mein Xiaomi-Band ab, damit wir nur noch das Fitbit hier haben. Mir persönlich liegt es jetzt zu eng an, aber ich kann ja das Armband wechseln. Und einschalten kann ich es nicht, auch nicht hier auf dem seitlichen Knopf, den ich hier habe. Welcher übrigens kein richtiger Knopf ist, sondern nur so ein Touch-Button mit einer Vibrationsfunktion. Ähnlich wie, glaube ich, bei der Apple Watch. Gut, nehme ich das Ding mal wieder ab und dann tausche ich mal einmal das Armband. Was übrigens super easy geht, indem wir einfach diesen kleinen Hebel hier runterdrücken. So, klipp-klapp ist das Ding ab. Stecke ich das längere Armband dran. Das funktioniert auch einfach mit einem Clip-Mechanismus. Hier ist nichts großartig dran, außer Gummi. Und das können wir einfach hier einstecken und wir sind happy. So, hat einmal geklickt und das Ding ist drin. Und dann sind wir auch schon auf der Rückseite des Geräts und können uns mal kurz hier die Sensoren angucken. Über diese LEDs hier hinten wird zum einen der Puls gemessen, als auch der Sauerstoffgehalt des Bluts. Ob und wie das funktioniert, das gucke ich mir in der Review dazu an, die irgendwann dann später auf diesem Kanal folgen wird. Hier an der Seite haben wir übrigens noch ein kleines Loch und hier ist das Mikrofon verbaut, beziehungsweise auf der anderen Seite ist ebenfalls ein Mikrofon verbaut. Ich weiß nicht, ob man sieht, doch da ist es. Und hier haben wir auch einen Lautsprecher verbaut. Man kann nämlich mit dieser Smartwatch zum einen Alexa bedienen, als auch den Google Assistant aufrufen, falls das jetzt im Update im letzten hinzugefügt wurde. Ansonsten funktioniert halt nur Alexa. Ich würde sagen, gucken wir mal, dass wir das Ding ankriegen. Hier gibt es ja keinen Ein- und Ausschalter. Hier drüber funktioniert es nicht. Sondern wir müssen Strom anschließen. Dazu habe ich auch schon mal was vorbereitet. Hier habe ich nämlich einmal meine Powerbank. Clip. Hier haben wir einmal die Ladekontakte und hier haben wir das Ladegerät mit den Ladekontakten und die sind magnetisch und ich kann es jetzt richtig oder falsch rum draufhalten. Falsch rum funktioniert nicht. Da will er nicht. Ihr seht das, er geht hier so ein bisschen weg. Also muss ich die Uhr einmal umdrehen oder das Ladegerät, wie auch immer. Und dann funktioniert das auch mit dem Aufladen. Klapp. Wunderbar. Ich glaube, ich hole mal eine andere Powerbank. Doch, jetzt kommt was. Es geht an. Oh, mit Ton. Um zu starten, bitte die Fitbit-App herunterladen. Das habe ich natürlich schon gemacht und ich würde sagen, die hole ich mal eben raus, beziehungsweise ich hole mal eben mein Handy raus, während ich das hier laden lasse. So, Aufnahme läuft schon 17 Minuten, heilige Fresse. Ich hatte schon mal die Fitbit Inspire HR hier auf diesem Kanal getestet und davon habe ich immer noch die Fitbit-App installiert. Ich bin ja beim Xiaomi Band 5 gelandet und das benutze ich bis dato noch. Das nur so am Rande. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwie das Ding hinzufügen können. Ein Gerät einrichten. Die Versa 3 Einrichtung. Ich hoffe, das dauert nicht ganz so lange wie bei der Fitbit Inspire HR. Das war eine Zumutung. Gut, das Gerät lädt. Natürlich alles zulassen, was geht. Bluetooth habe ich auch an. Versa 3 gefunden. Verbinden. Gucken, was hier passiert. Ach so, ach Gott, das ist die PIN 2046. Das war also die Bluetooth-Kopplung. Und dann fragen wir uns, warum das hier so lange dauert. Ah, es hat funktioniert. So, WLAN-Einrichtung mit der Versa 3. Weiter. Wie ich sehe, funktioniert WLAN mit der Uhr nur mit 2,4 GHz WLAN. Okay, wir müssen eine Firmware-Aktualisierung machen. Dann machen wir das mal. Ich hoffe, das geht schnell. Okay, ich vermute, das dauert hier genauso lange wie bei der Inspire HR. Ich weiß nicht, warum das bei mir so wahnsinnig ultra-turbo lange dauert, denn eigentlich habe ich ein gutes Internet und ich würde sagen, ich springe mal direkt dahin weiter, dass es hier fertig ist. Wie lange das dauert, weiß ich jetzt nicht. So, dann machen wir mal eben Pause. Heiliger Bambino, ich bin jetzt fertig. Ich habe ungefähr für das Update, ich glaube, eine Stunde noch was gebraucht. Ich habe meine ganze Wohnung geputzt, eine Serie geguckt und ich weiß nicht, was noch alles. Auf jeden Fall bin ich jetzt fertig. Fitbit-App ist eingerichtet. Das heißt, das war sie ja vorher schon. Ich bin startklar, klicke hier auf Weiter und die App stürzt ab. Cool. Okay, jetzt sagt er mir noch, dass ein Update für die Versa 3 verfügbar ist. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich habe keine Lust mehr darauf. Schauen wir uns mal kurz die Versa 3 an sich an. Nämlich das Display. Das Display ist nicht komplett umschlossen. Also es ist nicht so groß, wie das Display offensichtlich groß ist. Denn es hat einen ziemlich fetten Rahmen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so einfangen kann. Wenn ich was verschiebe hier, dann seht ihr das vielleicht, wo das aufhört hier an der Seite.
Da haben wir ungefähr ja, zu jeder Seite hin vom Display, vom augenscheinlichen Display, würde ich jetzt mal so 5 bis 6 mm sagen, habt ihr da noch Platz in jede Richtung. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Gut. Hundehaare. Jedenfalls wollte ich noch mal kurz mit euch durch das Menü swipen oder mal gucken, was die Uhr so alles zu bieten hat. Denn insbesondere interessiert mich ja das Tracking vom Laufen. Herzsensoren hier, der läuft jetzt auch mittlerweile. Sauerstoffsensor läuft auch mittlerweile. Wischen wir einmal von rechts nach links. Kommen wir ein Menü weiter. Hier können wir einen Voice-Assistenten starten. Wir können uns die Heute-Übersicht anschauen. Wir können ein Training starten. Wir können in die Einstellungen gehen. Noch ein bisschen weiter haben wir einen Wecker, einen Timer, das Wetter. Wir können relaxen, also Atemübungen im Prinzip machen. Hier können wir noch unsere Termine einsehen, die Brieftasche. Das heißt, hier können wir ja Kreditkarten hinterlegen und mit der Uhr bezahlen. Hier können wir noch verschiedene Uhren auswählen. Unser Handy können wir finden, einfach draufdrücken und dann piept euer Handy. Wir können einen Fitbit Coach starten. Wir können Spotify und Deezer starten und darüber auch bedienen. Runterladen könnt ihr Lieder bei Spotify übrigens nicht, was ziemlich scheiße ist. Das Display geht mir übrigens zu schnell aus. Zumindest jetzt hier, wenn ich das erzählen möchte. Gut, gehen wir mal zurück und wischen von oben nach unten. Da kommen nur die aktuellen Benachrichtigungen. Ich bin hier auf dem aktuellsten Stand und das ist auch gut so. Wenn wir von unten nach oben wischen, kommen wir in die Widgets. Hier können wir zum Beispiel unser Wetter hinterlegen, Grundstatistiken anschauen, Kalorienverbrauch, wie viele Etagen wir gegangen sind, welche Strecke wir gegangen sind, die Aktivzonenminuten und wir können das Ganze hier verwalten und können dann verschiedene Widgets hinzufügen oder halt auch entfernen. Gut, dann wischen wir einmal von links nach rechts und kommen in dieses Quick-Menü. Hier können wir zum einen die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen lassen. Wir können es auf maximal hell stellen, wir können es auf normal stellen, na komm, oder auf gedimmt. Mehr geht nicht. Ich belasse das jetzt mal auf normal, weil für die Kamera hier ist das optimal. Wie es sich draußen verhält, muss man halt mal im Falle eines Falles sehen. Der Knopf hier ist echt übrigens gewöhnungsbedürftig. Wieder zurück im Schnellmenü. Hier haben wir die Lautstärke. Wir können die Lautstärke verbundene Audiogeräte anpassen. Das heißt, wir können jetzt hier die Musik lauter und leiser machen. Was auch sehr cool ist, wenn man unterwegs joggt. Dann, was haben wir hier? Ein Always-On-Display. Das heißt, es ist immer ein Ziffernblatt aktiv. Wie lange dann die Batterie hält, das ist fraglich. Hier sehen wir es, das Always-On-Display ist aktiv. Das heißt, wir haben jetzt immer hier die Uhr. 20.15 Uhr ist übrigens Primetime, auch auf Netflix, ja, oder so. Ne? Und hier haben wir noch einmal den Nicht-Stören-Modus und einen Schlafmodus. Anrufe und Benachrichtigungen werden dabei stumm geschaltet und das Display bleibt nachts abgedunkelt, was natürlich Sinn macht, wenn einem das nicht ins Auge leuchten soll. Hier unten in der Mitte können wir noch einstellen, wie das Display aktiviert werden soll. Entweder automatisch, manuell oder nee, lieber manuell. Achso, wir können auch mal kurz in die Trainings reingucken, was wir hier aktuell für Trainings drauf haben. Alles alphabetisch sortiert. Wir haben hier einmal ein Bootcamp, den Crosstrainer. Wir können gehen, Gewichte stemmen, Golfen, Intervalltraining, Kampfsport, Kickboxen, Laufband, draußen laufen, Pilates, Radfahren, Schwimmen, Spinning, Stepper. Achso, apropos Schwimmen, das Ding hier ist, ich glaube, bis 50 Meter wasserdicht, also ordentlich. Spinning, Stepper, Tennis, Wandern, Workout, Yoga und Zirkeltraining. Und hier kann man nach ganz oben springen. Ich würde jetzt gerne laufen, sag ich mal einfach, und zwar draußen. Und dann versucht er schon, sich hier mit dem GPS zu verbinden, was wirklich sehr, sehr cool ist. Denn so können wir einfach mit der Uhr laufen gehen und unser Training starten, ohne dass wir irgendwie ein Handy mitnehmen müssen. Starten wir einfach mal eine Laufsession und sehen, wie das aussieht. Ich starte und los geht's. Und die Zeit läuft. Wenn wir jetzt von unten nach oben wischen, können wir die Einheit beenden, pausieren. Wir können die gelaufene Strecke und die Schläge pro Minute und uns weitere Details zum aktuellen Training anschauen. Und ja, das geht sogar bis ins tiefste Detail. Sehr schön. Beende mal dieses extrem anstrengende Training hier. Stark trainiert habe ich. Hey. Dann sehen wir noch einmal die Übersicht. Toll. Wundervoll. Ich würde sagen, ich schaue mir die Uhr jetzt im Detail an, bevor ich hier euch irgendeinen Shit noch erzähle, von dem ich aktuell noch keine Ahnung habe. Wobei eine Sache interessiert mich gerade doch noch. Und zwar den Voice-Assistent. Ich wollte nämlich wissen, Amazon Alexa ist verfügbar, aber Google Assistant noch nicht. Aber der soll kommen.
Tja, da muss ich mich nur mit meinem Alexa-Konto hier anmelden und dann kann ich Alexa in Kombination mit dem Smartphone hier drauf nutzen, was auch ziemlich cool ist, ehrlich gesagt, oder? Ist fast so eine Allüre wie Knight Rider, meine Fresse, es ist schon wirklich spät. Und deswegen würde ich sagen, beende ich auch dieses Video an dieser Stelle. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu dieser Uhr habt, auf die ich in der Review eingehen soll, dann schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare. Achso, und eine Sache wollte ich auch von euch wissen. Wie lange hat bei euch die Einrichtung dieses Trackers gebraucht? Weil ich glaube, es kann einfach nicht sein, dass so eine Einrichtung von so einer, ich sag mal, im Prinzip kleinen Uhr fast 1,5 Stunden dauert. Das ist ja, ehrlich gesagt, scheiße. Das kann doch nicht im Sinne des Herstellers sein, weil ich hatte es auch schon bei der Inspire HR, dass es einfach ewig gedauert hat, bis dieses Update drauf war. Und ich habe es jetzt hier mit dem WLAN gemacht und nicht über Bluetooth. Und Leute, es kann einfach nicht sein, dass das so lange dauert. Ja, das würde mich mal interessieren, wie lange das bei euch gedauert hat, falls ihr diese Uhr habt. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich und garantiert im nächsten Video wieder. Ich sage, haut da rein. Bis dahin. Oh, ciao. Achso, und kleiner Bonus noch. Falls ihr möchtet, dass ich diese Uhr vielleicht mit der Charge 4 oder sowas vergleiche, dann gebt dem Video doch ein Like, weil dann weiß ich Bescheid, dass ihr sowas wollt. Ja, und jetzt bin ich aber wirklich raus.